Und damit herzlich willkommen zu Mass Effect Nochmittag und danke dafür, Seax. Bitte, bitte. Danke dafür, Schatti. Ah, die Schrotflinte funktioniert. Wir sind nicht hier, um jemanden zu beeindrucken. Ja, vielleicht, wenn sie nicht funktioniert. Sehr geil. Super geil. Nein, ich komme von hinten. Lalala. Der Seerax ist da. Oh, ich hab wieder auch, okay. Bisschen Splatter. So muss das. Oh, wieder diese fucking Laser. Danke dafür. Ja, gut. Das war der letzte. Schönes Blätter muss. So, ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Wenn ich den Knopf hier drücke, bin ich tot. Lol. Egal, ob ich rausrenne oder nicht. Irgendwie durch die Wand killen. So, jetzt reicht's. Ich mache jetzt einen Zwischensafe. Ich habe keinen Bock mehr. Diese eine Stelle ist assi. Ich bin sofort tot, egal ob ich ausrenne oder nicht. Ja, hier ist alles voll. Voller Leute mit Quattro-Shotguns. Verdammt nochmal, wo... Muss man das im Gottmode machen oder was? Also? Oh ja, super. Weißt du, kommen unendlich viele Gegner und du bist... Irgendwann mal geht dir das Magazin leer.
nicht diesen Knopf drücken. Könnte auch dran stehen. Himmel, Arsch und Zwirn. Weißt du, mit 100 live bist du da so schnell down. Ja, das glaube ich. Das wird 250, würde ich nicht überleben. Braucht das dann? Super zu kommen, oder kann ich mich da rausmogeln? Ich kann mich da rausmogeln. Ich kann einfach aus dem Fenster rausbringen. Lol. Glaubst du, sollte man es aufmachen? Pathfinder, Verstärkung wird in Kürze eintreffen. Oder auch nicht. Jetzt bin ich ausgestört. Ja, danke dafür, Alplani. Ja, jetzt geht ja auch. Ich muss diesen Scheiß noch gucken. Na also, hoffen wir, dass sie das aufhält. Wenn sie den Alarm deaktivieren, wird jegliche Verstärkung zurückkommen. Doch vorsichtig seine Bestätigung auf die Spiele. Hoffentlich. Hoffentlich sind sie extra gut. Und extra lang. Und mit extra Remoulade. Das freut den Fuchs. Muss den Hals runtergleiten. Gestorben. Ja, du Hurensohn! Meine Güte! Gestorben oder was? Nein, aber fast! Ganze 12 Life und 9 Rüstung. Ich hab fast den 9 Life. So, jetzt ganz vorsichtig. So macht es ein echter Fall.
Ich töte dich. Ich töte dich. Nur Zeitpunkt, wo mir der Team alle ging. Immer der schönste Zeitpunkt. Schildverstärker aktiviert. Als wäre es vorbestimmt. Für einen Serax. Ihr kriegt mit Cat zu tun. Beide Seiten. Oh, meine Güte, komm den größeres Magazin. Und das, der Spacki, du nebenbei noch wegschneiden. Ich folge aktuell ja deinen Finals Revenge nebenbei. Oh ja, das wird noch ein ziemlich lustiges Projekt. Bestimmt noch ziemlich gut. Warten wir ab, wenn die Eiswelt kommt. Dann wird's heiß in der Eiswelt. Das ist sowieso. Ich hab teils geschrien, hast du. Nicht mehr aus dem Fenster springen. Ich hab teils geschrien, hast du. Das wird noch besser. Es gab auch Parts, wo ich so richtig am Kochen war. Die heiße Eis. Da habe ich teilweise Sachen gesagt. Das zog sich auch teilweise so 3-4 Parts durch. Oh lol. Hier ist nochmal mit ihm. Ich hab's geschafft. Ich bin lebendig aus diesem Scheißdrecksgang rausgekommen. Hä? Toll! Oh. Deaktivieren Sie den Alarm. Den Kill. Oh. Okay. Viele Gegner da kommen! Vor allem wenn dich der Typ mit der Quattro Shotgun trifft, bist du hin. Das ist einfach eine wandelnde Naturgewalt. Wenn die trifft, bist du tot. Das sind Gegner, die ballern einfach. Lol. Die kommen auf dich zu, wie so ein normaler Shotgun-Typ von Doom, ballern dich über den Haufen einfach. Bitte. Ich fand ja die Double, die Super Shotgun-Guys schon richtig assi. Weil die so richtig hardcore abziehen, aber das ist ja schon instant kill, wenn die dich treffen. Außer du hast 250 Life, dann vielleicht 2 Treffer, dann bist du tot. Ich glaube, eine normale Schwachstelle macht so um die 50 Schaden. Ja, 200 Schaden macht das Ding. ETF, okay.
LOL! Kein Spectre. Lade Munition ab! Heieiei! Wie viele sind denn hier noch drin? Ja, nicht mal lustig. Zu viele für die Serax. Hätte ich niemals überlebt, wenn ich da reingerannt wäre. Teilweise sagt das Level Design sogar, wenn du aus dem Fenster springst, darfst du es nochmal machen eigentlich. Du hast davor abgespeichert. Oder ein kleines Versuch gebacken. Das ist blöd. Oh, danke, Merkel. Danke dafür, dass ich wieder getroffen wurde. Merkel hat Schuld. An dieser Scheiße. Ja. Au. Die reagieren aber auch sofort, wenn sie dich sehen. Verpiss dich nicht. Sag lieber den Affen aus FSK 1. What the fuck, komm ich denn hier raus? LOL! Bin ich denn hier? Möchte nicht sein. Oh mein Gott! Ist er tot? Er ist tot! Oh ja, danke mir! Ja, super! Bin ich wieder fast tot! Fast tot ist nicht gut. In dem Mod hat man tatsächlich die Möglichkeit, sich zu heilen. Unterwegs. Das ist fair. Das heißt, man kann Sachen aufsammeln und sie archivieren und dann quasi... Hallo? Zur Not WTF! Ja, jetzt bin ich wieder fast tot. Nutzen. Aber man hat halt auch bloß begrenzt Platz. Oh, WTF. Das hat mich beinahe gekillt. Ich bin da ums Eck, da standen eine Dezillion Fässer und ein Imp, der gerade versuchte, ein Fass kaputt zu machen. Okay, lol. Oh.
Das sieht nicht irgendwie besser aus. Ach so, das macht es heller. Effekt. Erhöht einfach die Gamma. LOL! Diese dreckigen Super. Sind nicht die guten. Kriegt das Sternersatzenskrieg. Trifft. Und sich in einen Dämon verwandelt. Es ist genau dieser Dämon. Ach, was ist wieder hier? Geht hier! Doch weg, Gegner. Das nur durch den Einschalter. Anscheinend nur Gegner. Ja. Lass mich raus! Oh Mann, treff mich nicht! Hallo! Kauf den größten Magazin, du Penny-Verschnitt aus Aufwand! Der ständig verrecken möchte. Und doch war die ganze Kürze. Ja, da sind die Hälfte der ganzen Gegner drin. Fast 100 Stück. ETF? Alarm, jetzt hat mich selbst mit das teilweise getroffen. Piss dich! Dieser verfickte Hose mit einer blöden Shotgun! Ich hab geknallt oder was? Ja, wieder der Quattro Shotgun, Victor. Oh! Vor allem, wenn der mich nur streift, bin ich fast tot. Wenn er mich voll trifft, bin ich instant tot. Einziger Trial and Error, da durch den Gang auszurennen. Jetzt geht's auf Fresse. Ist klar. Oh, hör auf mich zu treffen. Da hat das jetzt so oft. Das ist immer. Das ist doch was. Das ist doch nicht mehr auszuhalten. Alter! Du dreckiger Hurensohn! Fick dich! Ins Knie. Fick den Papst in den Arsch! Fick ihm das Kinderkoks aus der Ritze raus! Gut, dass ich so eine verfickt starke Waffe habe.
Da kommen einfach. Im Gang sind mindestens 30 Leute. Das ist heftig. Wo ich rausrenne. In dem kleinen Gang. Und da drin geht's noch weiter. Wenn ich da in die andere Richtung, habe ich 60 plus drin. An der Backe. Die alle gleichzeitig auf mich drauf. Und davon sind hin und wieder Leute mit einer fucking Quattro Barrel Shotgun. Die Instant Kills. Die sofort abdrücken, wenn sie dich sehen. Und nicht noch eine halbe Minute warten, wie auf anderen Schwierigkeiten haben. Natürlich irgendwo besser ist, aber trotzdem behindert. Heilige Scheiße. Genau, toller Spectre. Waren Spectre nicht ziemlich stark? Waren diese unsichtbaren Wichser. Ach, die, ja. Und vor allem in dem Doom-Mod sind die echt schnell. Die rennen mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit auf dich zu und dann die letzten 5 Meter, wenn sie... Also die bleiben 5 Meter vor dir kurz stehen und dann springen sie mit noch schneller auf dich drauf und beißen zu. Oh, WTF. Au, au. Ich bin tot. Wenn du den nicht davon abhältst, auf dich drauf zu springen, bist du so gut wie hin. WTF trifft's bestens. Alarm deaktivieren, wird jegliche Verstärkung zurückbeordert. Ich bin die ganze Zeit mit diesem einen Level beschäftigt. Die ganze Zeit schon. Naja, es ist ein Mod. Ja, und es ist auch ein harter Schwierigkeit. Und in den Optionen habe ich eingestellt, dass die Gegner schnell sind. Und ohne Fadenkreuz, ohne alles. Die ficken dich mit fucking Sandpapier. BTS. Ohne Gnade. Oh. Okay. Das ist heftig. Das ist ultra heftig. Das ist nicht mal lustig. Das ist Ultra Violence. Nein. Ultra Violence ist dagegen Kindergarten. Ach, weißt du, das schießt sofort raus. Der gibt mir keine Chance. Normal daran vorbeizulaufen und ich kann nicht schneller laufen. Oh, wenn der mich direkt trifft, bin ich tot. Bin ich froh, dass ich da den Safe hingemacht habe. Safety first, ja. Ja. Nächstes Mal, bevor ich den Knopf drücke, habe ich mir einen Meter langen Kaktus in den Arm. Das fühlt sich besser an.
Das glaube ich. Granate ist unterwegs. Weiß ja, dass es schwer wird, auch schwierig auf diesen Schwierigkeitsgrad, aber so drecksassi, das ist ja nicht mehr, das hat kein Fünkchen was mit Fairness zu tun, das ist einfach arschig. Ja. Da musst du auch noch beten, dass du da wieder rausrennen kannst. Und du musst gleich rausrennen. Du musst quasi in der Bewegung, sobald du wieder, du gehst zu dem Knopf hin, fängst an rückwärts rauszurennen, bist ja genauso schnell. Und während der Bewegung musst du den Knopf drücken. Und dann musst du auch noch beten, dass der Typ dich nicht abschießt. Dann hast du die besten Voraussetzungen, dass du überlebst. Heftig. Und jetzt stell dir mal vor, man könnte nicht speichern. Das glaube ich. Mit meinen PC zerbeulen. Ich würde ihn fressen. Gut, Leute. Wie dieser Typ, der das Flugzeug gegessen hat, mal. Im nächsten Part versuchen wir es nochmal. Bis dann, wenn es wieder heißt, ohne Vaseline, Hardcore mit Schleifpapier in den Anus. Bis dann.